Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für diesen Monat Juni, für den Monat Juni für dich steht, Zwilling. Ja, schauen wir mal zusammen. Interessant. Zwilling, zwei Karten sind rausgefallen. Also diese A9 der Stäbe und einen König der Stäbe. Feuerelement, Zwilling, bei dir sehr stark. Also Löwe, Schütze, Sternzeichen, Widder. Ich lasse diese zwei Karten jetzt zur Seite, ja? Also ich lasse diese Energie hier auf der Seite. Ja, und wir schauen dann später, was diese Energie uns sagen möchte. Ja, Zwilling. Unter dem Deck, Zwilling. Der Gehängte. Also, wir fangen jetzt mal an, Zwilling. Das ist für den Monat Juni, für dich. Die Energie zeigt, also unter dem Deck, ja, das, was man halt nicht sieht, ja, ist der Gehängte. Der Gehängte ist eine sehr wichtige Energie, Zwilling. Wir reden über einen großen Arkana. Und ist eine sehr spirituelle Karte. Ja. Der Gehängte entscheidet, in dieser Position zu bleiben. Du siehst, welche Position das ist, ja. Aber das entscheidet der Gehängte selbst, so zu bleiben. Also wir reden hier über ein Gefühl von Blockade vielleicht. Es kommt darauf an, für jeder spricht ein bisschen anders. Es deutet auf einen Stillstand. Ja? Also eine Energie sowie eine gewisse Stillstand, keine Kommunikation zu einer wichtigen Person für dich. Also wir reden hier über einen Stillstand, ja. Eine Blockade, weil irgendwie man benötigt hier eine Zeit zum Nachdenken. Man möchte über eine Situation nachzudenken. Also normal sagt man auch, der Gehängte deutet auf Veränderungen. Ja? Also wir könnten hier praktisch über Rat des Schicksals reden. Ja? Ist natürlich nicht hier, aber vielleicht kommt noch. Ja? Das müssen wir jetzt sehen, ob diesen Rat des Schicksals noch kommt. Aber normal, der Gehängte deutet schon, möchte eine Veränderung. Dass sich eine Situation verändert, ja.
Und Zwilling, diese Energie kann für dich, egal in welchem Bereich in deinem Leben, reden. Ja? Es kann für Arbeit reden, für Freundschaften, Familie, Wunschpartner, weil jeder von uns muss sich ja die Energie anpassen. Ja? In eine verschiedene Situation. Wir leben ja nicht das gleiche Leben. Also jeder von uns hat eine andere Situation. Aber schon der Gehängte deutet schon auf eine gewisse Pause. Man schaut sich die Sachen durch eine andere Perspektive irgendwie. Ist auch eine Karte, die für eine Opferung dasteht. Ja. Ist eine interessante Energie, muss ich schon sagen, Zwilling. Ja. Eine interessante Energie schon. Ist eine spirituelle Karte. Sternzeichen hier haben wir Fische. Ne? Sternzeichen Fische spricht für diese Energie. Und ich muss dir sagen, Sternzeichen Fische ist bei dir auch sehr stark hier zu sehen. Es kann vielleicht auch möglich sein, Zwilling, dass du in deinen astrologischen Chart auch einen Wasserelement hast. Wasserelement. Entweder Fische, Krebs, ja, musst du schauen. Aber ich sage es dir nur deswegen, weil es kann schon möglich sein, dass dieser Zustand für dich, für diesen Monat Juni, ein bisschen auch mit diesen Sternzeichen zu tun hat, was du in dir hast. Ja? Ob du Sternzeichen Fische auch in dir hast. Auf jeden Fall zeigt sich sehr stark hier. Schau mal hier. Wow, was für Karten. Schau mal hier, Ratte Schicksals, ja? Ja, Ratte Schicksals ist gar nicht so weit weg. Ja? Also haben wir gerade über Ratte Schicksals gesprochen, ja? Deine Karte, Zwilling, also Sternzeichen Zwilling sieht man hier auch. Du siehst ja, die Liebenden, ne? Die Karte, die Liebenden, die Familie, Kompromisse. Und irgendwie, man hat das Gefühl, hier Wünsche, die in Erfüllung kommen oder man fühlt sich schon. Ich würde jetzt sagen, Zwilling, diese Karten dahinter, diesen Gehängter, die Karten dahinter sind sehr, sehr positiv. Ja? Es spricht sehr für, also viel Liebe. Also ich rede hier über Liebe. Ja. Die Familie ist hier zu sehen, die Liebenden noch in der Kirche. Es ist hier logisch, also hier redet man schon über irgendwie Kompromisse, Familie und etc. Also der Gehängte, interessant. Wir werden jetzt schauen, Zwilling, wie die anderen Karten sich zusammenbinden für dich, ja? Schauen wir mal, was der Gehängte hier für dich heißen kann, ja? Vier der Münzen, nochmals dieses Gefühl, in manchen Fällen, eine Person kann nicht loslassen, jemand möchte nicht loslassen oder sogar, ich versuche mich zu schützen. Ne? Schauen wir mal, interessante Energie. Interessante Energie, ja. Also Zwilling, schau mal jetzt, in der Mitte von deiner Legung, ja, habe ich ein 9 der Münzen. 9 der Münzen, Zwilling, ist eine Energie mit viel Reichhaltigkeit. Finanziell gesehen, ja, 9 der Münzen, ja. Du hast gesehen, ich habe aber auch 9 der Kelche hier. Also die Nummer 9, 9 sieht man bei dir und nicht nur das, sondern 9. 9 der Stäbe. Und 9 der Schwerter. Also Zwilling, ich zeige dir das hier nur, damit du erstmal siehst, ja, hier bewegt sich alles bei mir, aber damit du erstmal siehst, dass ich hier viermal die Nummer 9 habe. 9, 9, 9, 9. Und du weißt, Zwilling, Nummern sind sehr wichtig. Ja? Das Universum tut sich mit uns in Kontakt setzen durch Nummern. Ja? Ohne Nummern kann man nicht mal Astrologie
könnte man nicht mal Astrologie haben, weil durch Nummern berechnet man die Astrologie auch. Also ich meine, Nummern sind extrem wichtig, muss ich dir nur sagen. Und wenn du im YouTube diese Nummer 9999 als Engelnummer suchst, es kommt eine Botschaft für dich, eine wichtige Botschaft. Diese Nummer ist stark präsent in deiner Legung und das ist nicht normal, ja? Also die erste, ja, mit dem ersten Deck habe ich alle Nummer 9. Es deutet schon auf fast ein Ende. Man ist fast in eine Ende, in eine bestimmte Situation in deinem Leben, ja? Man ist fast vor eine Grenze. Man ist, wie gesagt, die Nummer 9. Wir reden hier über du bist fast in eine Veränderung in deinem Leben. Über Veränderung reden wir jetzt die ganze Zeit. Über Veränderung reden wir die ganze Zeit mit der Gehängter. Ja? Der Gehängter, und du hast gesehen, Rade Schicksal habe ich auch auf dem Tisch. Ja? Wir reden hier schon über Veränderungen und das haben wir bei dir, also Zwilling, wenn du dich daran erinnern kannst, in diese Legung für die letzte Woche, Monat Mai, ja, sprich natürlich für diese Woche jetzt, ja, diese Legung, die gerade über YouTube läuft, ja, für die letzte Woche Mai, haben wir auch gesehen, dass die Nummer 10 der Schwerter auch in dieser Reihe bei dir war. Und das ist jetzt 10 der Schwerter. Ja, spricht auch schon für eine Ende in irgendeiner Sache bei dir, aber es spricht schon für eine Ende. Und hier sieht man das auch in deine Legung für Juni. Ja. Die Sache ist, wir haben 9 der Münzen in der Mitte von deiner Kartenlegung für den Monat Juni. Wir reden hier über eine Person. Also diese Person könnten wir denken, ist eine Person, die ledig ist. Diese Karte deutet zumindest auf eine Person, die ledig ist, also sehr viel Stabilität zeigt, nicht nur finanziell, sondern auch emotionell gesehen. Ist eine Person vielleicht, die eigentlich entweder gar keinen Kompromiss möchte oder sich einfach so wohl fühlt. Wir reden wirklich über eine Person, die eine hübsche Person tatsächlich und irgendwie. Eine Heilung sieht man in dieser Karte auch, Zwilling. Ich weiß nicht, ob wir über dich jetzt reden, das musst du schon sehen, ob wir für deine Energie gerade reden, ja, diese große Stabilität, was man hier sieht, ja, Balance, also es ist eine wirklich positive Karte, Zwilling. Ich muss dir schon sagen, das ist eine sehr positive Karte in der Mitte von deiner Legung. Ja, natürlich haben wir hier Münzen. Könnten wir über Arbeit reden, ja? Also, und das würde wirklich eine positive Energie für die Arbeit dann deuten. Weißt du, was ich meine? Es ist immer verschieden für jeder, aber diese Energie in der Mitte von dieser Person zeigt wirklich ist eine positive Energie, ja? Er begleitet mit der Ehre mit hier, ja? Wahnsinn. Nochmals. Also, Zwilling, ich sehe hier eine Person, es könnte sogar über diese Energie reden, Zwilling. Ich rede über eine Person, die jetzt sehr lang allein war. Ja, sehr lang, ja, allein war. Eine Person, die sehr viel Weisheit hat. Also der Eremit ist ja eine Energie mit viel Weisheit, ja, mit viel Erfahrung im Leben. Ist eine Energie, die eine reife Energie. Also hier sehen wir eine starke, ja, eine Person, die wirklich sehr reif ist, ja. Also die Energie hier, Zwilling, die Energie hier zeigt sich wirklich sehr, sehr ernst, sehr mit viel Stabilität, mit viel Weisheit, mit viel Reichhaltigkeit ist eine sehr positive Energie, was wir hier haben. Sternzeichen Jungfrau sieht man bei dir in der Mitte. Jungfrau, ja. Und ja, das könnte sehr viel für Jungfrau reden. Ja. Also diese Energie von diese Sternzeichen Erde, Sternzeichen ist bei dir auch sehr stark zu sehen, Zwilling. Weil Erde Sternzeichen habe ich hier auch als Ergebnis und alles. Also
Man merkt schon diese Energie, ja? Stier, Steinbock, Jungfrau. Das beschreibt die Person in Wirklichkeit. Also das würde die Person jetzt beschreiben. Ja. Genau. Ist eine Person sehr wahrscheinlich, die du auch schon sehr lang kennst. Irgendwie. Du kennst diese Person schon sehr lang und irgendwie, man beobachtet hier eine Person. Irgendjemand beobachtet eine andere Person. Es kann für dich reden, Zwilling, dass du beobachtet wirst, dass du irgendwie, genau. Oder du bist die Person, die eine andere Person beobachtet. Das musst du irgendwie für dich. Ich sehe hier keine Kommunikation, Zwilling. Es ist wirklich stark, was ich hier habe, weil schau mal. Der Gehängte und der Eremit, zwei großen Arkana, zwei spirituelle Karten. Zwei spirituelle Karten. Und beide Karten, Zwilling, deuten auf keine Kommunikation. Also es gibt hier überhaupt gar keine Kommunikation. Ne? Nee. Also irgendwie, man nimmt sich schon die Zeit in diesem Monat Juni zum Nachdenken. Beide Karten reden über dieses Nachdenken. Ich gehe in mir rein und denke nach. Schaue mir die Sache durch eine andere Perspektive, versuche sogar hier Klarheit zu bekommen in einer bestimmten Situation, Zwilling. Beide Karten möchten eine Klarheit bekommen oder bekommen sogar am Ende eine Klarheit, natürlich. Es gibt hier schon eine Veränderung. Und schau mal, der Eremit und der Gehängte, beide Karten zeigen so Licht, ja? Der Gehängte in seinem Kopf. Und der Eremit in diese Laterne, durch diese Laterne, ja, beide Karten bekommen einen Licht, eine Klarheit. Ja. Genau. Genau. Also ist interessant die Energie, Zwilling. Wir werden natürlich jetzt schauen. Ich hole mir mehrere Karten als Klärung. Vielleicht kommen wir ein bisschen irgendwie mehr dran, was die Energie so für dich sagen möchte. Aber ich spüre hier ein Gefühl von nicht nur viel Weisheit, wenn ich dir ehrlich bin, ja, viel Weisheit bei beiden Energien sogar. Ich spüre hier eine reife Energie, eine spirituelle Energie schon. Ja, also es gibt schon dieses Gefühl hier von. Ich weiß nicht, von wem wir reden hier. Es ist deine Energie, immerhin, ja. Aber diese Energie spürt sich sehr reif, ja, sehr mit viel Weisheit. Und ja, und sehr in eine gewisse Ruhe, also ja, ist hier zu spüren. Genau. Interessant. Also. Ja, also Zwilling, so sehe ich die Sache erstmal. Ja, ich hole mir jetzt mehrere Karten als Klärung, aber ich bin mit der Energie schon sehr neugierig. Ja, muss ich dir schon sagen. Und wie gesagt, Jungfrau bei dir sehr stark zu sehen. Ne? Genau, also viel Stabilität hier und eine positive Energie. Also. Schauen wir mal jetzt weiter, Zwilling, ja? Schauen wir mal weiter. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Likes und deine Abos. Dankeschön, Zwilling. Und ja, und alles Gute zum Geburtstag, ja? Also manche haben heute Geburtstag vielleicht. Also alles Gute zum Geburtstag, Zwilling. Und für die, die die nächsten Tage Geburtstag haben, auch, ja? Zehnte Münze nochmals, nochmals. Also du siehst, ich habe hier ein Gefühl von Reichhaltigkeit, von Geld. Ich habe hier ein Gefühl von Geld, von Eigentum, Erbe,
Familie, natürlich. Ich sehe hier Familie, Kinder und so weiter. Also das ist die Karte der Familie, ja. 10 der Münzen. Und eine Karte aber, die mit viel Reichhaltigkeit verbunden ist, Zwilling. Ja. Wir reden hier über, ja, über Eigentums, Erbe etc. Ja. Was diese Karte genau hier uns jetzt sagen möchte, weiß ich nicht so genau. Also was für dich jetzt heißen könnte, es redet schon über Kompromisse, muss ich dir schon sagen. Aber wir schauen jetzt weiter. Interessant ist, dass diese Karte zweimal jetzt kommt, ja. Und ich habe nämlich auch der Herrscher auf dem Tisch. Also ich sehe hier schon Familie. Familie sieht man hier. Sehr interessant, ja. Also Kinderfamilie. Du siehst ein Puppe der Münzen. Aber irgendwie, man ist auf eine Art und Weise von einer Energie begeistert. Ja, also man fokussiert sich schon auf etwas sehr Wertvolles. Ja, wieder viele Münzen, wie du siehst, bei dir. Viele Münzen auf den Tisch, Zwilling. Interessant. Der Teufel, Sternzeichen Steinbock. Wir haben vorher gesagt, dass Erde-Element bei dir sehr stark präsent ist. Ja? Steinbock, Jungfrau sind hier zu sehen. Ja. Irgendwie, es gibt hier so einen Verhalten oder einen Suchtverhalten oder irgendeine Situation sieht man hier. Da die Situationen so verschieden sind, es spricht verschiedene. Also ich schaue mal erstmal weiter, bevor ich hier was sage, ja. Also es ist ja aber auch klar, Zwilling, dass man hier eine starke Anziehungskraft spürt für jemand. Und das ist, wenn ich dir ehrlich bin, ist etwas mehr sexuell, ja, hier. Es ist tatsächlich so. Also der Teufel ist erstmal etwas mehr Materielles, ja. Also es ist nicht, ja, es ist viel mehr Materielles. Also es hat mehr mit dem Körper zu tun, mehr ja, also. Und die Karte, die Liebenden, habe ich bei dir auf den Tisch dreimal. Die Karte, die Liebenden, Zwilling. Nummer 6, ja, spricht für diesen Monat Juni auch. Ja, Nummer 6, Monat Juni. Die Karte, die Liebenden, spricht auch für dieses Jahr 2022, ja. Aber diese Karte, die auch für dich, für deinen Sternzeichen spricht, Sternzeichen Zwilling, zeigt sich dreimal in deiner Legung. Ich arbeite mit drei verschiedenen Decks und von jedem Deck kam die Karte, die Liebenden, raus. Ja, also natürlich deutet auf eine wichtige Entscheidung, Zwilling. Und egal, worüber es sich hier handelt, aber wir reden schon über wichtige Entscheidungen in deinem Leben. Nochmals die starke Anziehungskraft hier. Ja. Also, Zwilling, schau mal bitte hier. 9 der Münzen, die Karte, die Liebenden. Ja, deswegen habe ich sie jetzt gesagt. Ich sehe diese Karte dreimal auf dem Tisch. Also wir reden hier über Liebe. Liebe, die du für eine Person spürst und diese Person für dich. Ja, also wir reden hier schon über dieses Gefühl von, nicht nur du spürst Liebe, sondern es gibt eine andere Person, die gleiche Liebe empfindet für dich. Wir reden schon hier über Seelenpartner, ne? Also Menschen, die sich natürlich von anderem Leben kennen. Und das ist jetzt 5. Schwerter. 5. Schwerter. Ist kompliziert, ja? 5. Schwerter zeigt sich kompliziert, weil 5. Schwerter irgendwie hat mit Konflikten zu tun, Zwilling. Gewisse Konflikte mit dieser Energie. Würde ich denken. Die Gründe sind da. Es gibt Gründe, warum man in diese Konflikten sind. Ja, und das werden wir jetzt auch weiter sehen.
Wenn ich dir ehrlich bin, Zwilling, und das bin ich ja immer, es gibt hier eine dritte Person, ja? Also wir reden schon über eine Person, die ledig ist tatsächlich, aber irgendwie entweder bei dir, es gibt eine andere Person, eine dritte Person und mehrere Menschen involviert, ja? Genau. Vielleicht sogar, ich sehe hier auch, gut, in dieser Karte sieht man eine Person, die am Nachdenken ist, ja? Am Nachdenken, ja? Aber genau, in einem anderen Deck sieht man diese fünfte Schwerter, zeigt auch mehrere Personen, weil es zeigt einen Kampf, ja? Es wird einen Kampf gezeigt zwischen mehreren Personen. Diese Karte deutet auf Gedanken und auf komplizierte Gespräche auch. Ja, es hat alles, was mit Gedanken und Gespräche zu tun hat. Und vielleicht irgendwie etwas, was man nicht vertraut durch Kommunikation, die man oder Informationen, die man schon bereits bekommen hat durch andere Personen. Also hier sieht man mehrere Personen, Zwilling. So ungefähr, die Menschen reden, ja? Menschen reden, Menschen, genau. Und das ist dann kompliziert irgendwie. Die Sache ist, Zwilling, die Karte, die Liebenden, Nummer 6, ja? Eine starke Seelenverbindung zwischen zwei Personen. Ich sehe natürlich auch, ja, eine karmatische Situation sieht man bei dir. Und Karma ist ja nichts Schlechtes, sondern man muss lernen. Was muss vielleicht man hier lernen, Zwilling? Das wäre die Frage, ja. Was wiederholt sich vielleicht in deinem Leben immer wieder? Oder was, ja. Es gibt hier vielleicht auch gewisse, genau, wie ich gesagt habe. Dieses sich beeinflussen lassen durch andere Personen, ja. Also die Karte, die Liebenden, Zwilling, deutet ja auf eine wichtige Entscheidung, ja. Man merkt hier, dass man hier eine Entscheidung zu treffen hat. Und deswegen denke ich auch, Zwilling, diese Karte der Gehängter. Ja, man möchte die Situation jetzt alles durch eine andere Perspektive sich anschauen. Dieses Nachdenken ist hier. Ja, es gibt hier eine Transformation, ne? Eine Transformation in der Situation oder wie auch immer. Weil vielleicht musste man hier alles ein bisschen anders machen als sonst. Ja? Mit unserer Karte der Eremit ist der Puppe der Stäbe und sechs der Münzen. Interessant. Sechs der Münzen, die Nummer sechs der Münzen und die Nummer sechs, die Karte der Liebenden. Die Nummer 6 wiederholt sich bei dir sowieso sehr viel hier, nicht? Weil die Karte, die Liebenden, habe ich ja dreimal. Also die Nummer 666 ist auch wichtig hier für dich. Musst du auch schauen, was das heißt für dich, ja? Diese starke Anziehungskraft sehe ich ja schon, ja? Habe ich dir vorher gesagt. Aber Zwilling, irgendwie sehe ich tatsächlich eine Sache, eine Situation, wo ich mich teilen muss. Ich muss mich teilen, ne? Also, ich muss mich tatsächlich teilen zwischen zwei Personen. Ja. Das Einzige, was ich dir hier sagen möchte, Zwilling, ist, dass das Gefühl hier von zwei Energien sehr deutlich ist, ja. Genau. Und es fühlt sich halt etwas kompliziert. Es fühlt sich irgendwie kompliziert, die Situation. Diese Entscheidung, die man treffen sollte hier. Im Monat Juni wirst du hier auch damit konfrontiert. Das ist, was ich hier verstehen will.
Irgendetwas wird sich hier im Monat Juni für dich so ergeben, was, ja, weil, klar, es ist ja klar, Zwilling, dass man nicht hundertprozentig sein kann, wenn man sich zwischen zwei Energien teilen muss, ja. Ich bin nur halb so gut, also ich kann nur 50% von mir zu einer Person geben, weil den anderen 50% ist bei jemand anderen. Weißt du, was ich meine? Es gibt hier vielleicht eine Energie von... Der Bube der Stäbe, muss ich dir schon sagen, also der Bube der Stäbe spricht auch für ein Kind, natürlich, ja? Aber nicht nur. In dem Fall, ich denke, wir reden schon über eine Energie. Vielleicht Altersunterschied gibt es hier, könnte möglich sein. Deswegen zeigt sich diese Energie so jung. Weil wir haben hier mit einem Altersunterschied. Aber ich halte selber persönlich nicht unbedingt viel von diesem Bube der Stäbe. Ja, in eine andere Situation oder wenn wir über was anderes reden würden, ja, dann schon. Dann ist eine sehr positive Energie. Wenn wir über was anderes reden würden, ja. Genau. In dem Fall nicht. In dem Fall zeigt eine Energie, die nicht reif genug ist. Eine Person, Zwilling, ist nicht reif genug. Und ist interessant, weil in dem Fall habe ich hier die Karte der Eremit. Der Eremit ist eine Energie mit viel Weisheit und Reife tatsächlich. Ja, aber nicht diese Energie. Also hier hätten wir mit zwei verschiedenen Energien. Eine Person ist tatsächlich sehr reif und sehr weiß, also mit viel Weisheit. Es gibt eine andere Energie, die etwas mehr sich durch dieses, eine andere Energie, also nicht unbedingt spirituell ist. Es ist mehr Materielles da. Ja. Genau, Zwilling. Irgendwie mein Gefühl wäre, man bekommt Klarheit hier. Ich meine, der Eremit hat hier diese Laterne. Wir reden über eine Person, die man schon kennt. Also die Energie zeigt sich neu, aber diese Person kennt man ja. Ja, diese Person kennt man ja. Genau. Und man bekommt hier irgendwie diese Klarheit. Nochmals, wir reden über eine Energie, die jetzt wirklich, also das Gefühl ist, es hat wirklich mit Zeit zu tun, verbunden. Es geht jetzt sehr lang in der Zeit oder dieses Gefühl, Zeit ist hier schon zu sehen, mit der Eremit, ja. Und diese Situation von mit zwei Energien irgendwie zu tun zu haben, also Zwilling, so wie es für dich in Resonanz kommt, ja. Also du wirst wissen, wie deine Situation ist. Aber ich kann das nicht anders sehen. Ich kann das nicht anders sehen. Die Karten, also nochmals, sechste Münzen, die Karte die Liebenden und diese Puppe der Stäbe. Ja, es gibt hier schon ein Gefühl von, ja, eine zweite, eine dritte Person. Vielleicht ist hier eine Verbindung mit der Arbeit in manchen Fällen, weil ich habe sechste Münzen, neunte Münzen. Es gibt vielleicht hier eine Verbindung, was mit der Arbeit zu tun hat. Könnte möglich sein. Schau mal jetzt in deine Unbewusstheit haben wir achte Kelche. Nochmals die Karte der Eremit. Also Sternzeichen Jungfrau ist bei dir sehr präsent in dieser Legung. Und einen Ritter der Münzen. Du siehst Münzen, sehr viele Münzen auf dem Tisch. Also ich spüre hier entweder eine Verbindung auch zur Arbeit oder sonst ist das hier, also Münzen sind auch ist eine sehr langsame Energie. Ja. Nochmals der Eremit. Du siehst der Eremit.
schaut sich mit seiner Laterne eine Vergangenheit an. Weißt du, was ich meine, Zwilling? Also der Eremit zeigt sich sehr viel in deiner Legung. Und der Eremit, ich meine, zeigt eine Vergangenheit. Irgendwie, man ist noch mit dieser Vergangenheit beschäftigt. Eine Vergangenheit oder irgendwie eine Person in deiner Vergangenheit mit diesem Ritter der Münzen, die eigentlich viel Stabilität zeigt, aber überhaupt gar keine Bewegung macht, ja? Der Ritter der Münzen ist ein Pferd, ist ein Pferd, der sich gar nicht bewegt. Also ich bewege mich gar nicht von der Stelle. Und irgendwie das Gefühl, hier achte Kelche. Also achte Kelche, Zwilling, zeigt schon eine Person, die geht, ja? Ich verlasse diese Situation, ich gehe. Meine Gefühle haben sich verändert und irgendwie man verlässt eine Situation, ne? Mit 8 Kelche. Ja, tatsächlich. Also irgendwie, es kommt hier in deine Situation, Zwilling, es kommt eine wirklich Veränderung, sieht man hier schon. 8 Kelche zeigt schon auf Veränderungen. Ja. Und das hat wirklich mit einer Person, die du schon kennst, die Person kennst du, ja, vielleicht hat man vieles hier jetzt sich gewünscht, also viel Stabilität, aber wie gesagt, es bewegt sich hier nichts. Ja, also irgendwie, es gibt hier, es ist einfach zu sehr langsam gewesen, schon in der Zeit. Ein Gefühl hier ist von, wie man ist schon sehr lang in dieser Situation gewesen. Aber man hat überhaupt keine Veränderung da. Also, ja. Und irgendwie 8 Kelche. Zumindest in deiner Unbewusstheit sieht man dieses Gefühl von Verlassen, von Gehen, ja. Schau mal, interessant, schau mal hier bitte. Die Hohepriesterin in dein Bewusstsein, Hohepriesterin, 8 Schwerter. 10. Stäbe. Du hast ja gesehen, die Nummer 10 wiederholt sich bei dir auch viel. 10, 10, 10, 9, 9, 9, 6, 6, 6. Diese ganzen Nummern wiederholen sich bei dir, Zwilling. Ja? Kannst du wirklich schauen, was das für dich als Botschaft da ist? Aber ich finde, es sind sehr wichtige Nummern. Die Nummer 10 der Stäbe, also in diese Legung für die letzte Woche Mai für dich, Zwilling, war auch 10. Schwerter als die letzte Karte und deutet schon auf ein Ende in eine bestimmte Situation. Ja. Also irgendwie, es gibt hier, man ist irgendwie müde von einer bestimmten Blockade. Ja, also irgendwie eine Person hier hält es auch nicht mehr aus in dieser Situation, die schon sehr lang in der Zeit geht. Eigentlich eine Situation, Zwilling, die sich wie eine Last fühlt. Ja, es gibt hier vielleicht viel Negativität auch, viele Gedanken, die sehr negativ sind. In manchen Fällen, wir reden schon über Ego hier, Zwilling. Was werden die anderen sagen? Ich kann das nicht machen, weil sonst was wird da sein oder was wird der oder die dann denken, wenn ich das und dies mache? Es fühlt sich hier eine komplizierte Energie. Ja, es fühlt sich sehr schwer, sehr kompliziert und wie eine Last in Wirklichkeit. Ja? Ich denke, wie gesagt, Zwilling, das zeigt sich schon sehr lang. Das nimmt schon mittlerweile sehr viel Zeit, Zwilling. Es ist viel Zeit in dieser Situation. Also es macht schon müde und es tut sich gar nichts verändern. Ich habe natürlich hier die Hohepriesterin. Ja, die Hohepriesterin, eine spirituelle Karte wieder mal. Ja, eine spirituelle Karte und ja, Zwilling, die Hohepriesterin zeigt schon für manche, in manchen Fällen, spricht ja nicht für alle, über eine dritte Person. Ne?
In manchen Fällen, ja, sprich nicht für allen, wir lassen es jetzt erstmal nur so sein. Also die Hohepriesterin deutet auf eine Energie, die nicht vorgestellt wird. Eine Person, die im Hintergrund bleibt, eine Person, die irgendwie etwas geheimnisvoll ist, die sehr ruhig bleibt. Ja. Eine Energie auch mit viel Weisheit, hä, Zwilling, ist eine spirituelle Karte. Also hier habe ich mit dieser Karte der Eremit und der Gehängte, habe ich hier in deine Legung ein Gefühl, Zwilling, von einer Energie, die sehr spirituell ist, sehr viel Weisheit hat. Ich sehe hier eine alte Seele, wenn ich dir ehrlich bin, ja. Eine Seele wirklich, die schon mehrere Lebens hinter sich hat. Es gibt hier ein Gefühl in deiner Legung von wirklich viel Weisheit, ja, und Erfahrung im Leben. Klar, alle drei Karten, der Eremit, die Hohepriesterin und der Gehängte, deuten schon auf eine gewisse Stille, ne? Also es gibt hier eine Stille, ein Gefühl von keine Kommunikation. Keine Kommunikation wird hier ständig irgendwie gezeigt, ja? Also keine Kommunikation und es gibt hier ein Gefühl von, man geht nicht nach vorne, also es gibt keine Entwicklung in der Situation. Das meine ich jetzt hier, Zwilling. Das spüre ich die ganze Zeit hier. Es geht nichts richtig nach vorne. Es bewegt sich hier gar nichts. Es ist eine harte Blockade, was man hier in deiner Legung sieht. Eine Blockade tatsächlich. Und jetzt verstehe ich diese Gehängte als Energie für den Monat Juni für dich, Zwilling. Ich verstehe die Energie. Ja, also die Energie zeigt tatsächlich einen Stillstand, einen totalen Stillstand in eine Situation in deinem Leben. Ja. Ja. Und diese Stille sieht man hier. Also es ist irgendwie, ja, das, was ich dir gesagt habe. Also sehr, sehr still, sehr keine Kommunikation. Und wie gesagt, sehr langsam alles, ja. Sehr, sehr langsam. Sehr langsam. Dass Gründe da sind, ja, sicher. Ich bin mir sicher, dass da Gründe sind. Weil sonst würde man gar nicht verstehen, warum eine Situation sich so langsam bewegt. Und das zeigt man, das sieht man bei dir. Ja. Aber ja, also wie gesagt, die Hohepriesterin, die Karte, die Liebenden und diese Sechs der Münzen. Nicht für allen Zwilling, aber für einen paar Menschen gibt es hier eine deutliche, wichtige Entscheidung zwischen zwei Personen. Deutlich. Und es gibt gewisse Geheimnisse sieht man schon da. Ja. Gewisse Geheimnisse sind da und es hat mit einer Energie, einer Person zu tun. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, wie gesagt, eine Verbindung mit der Arbeit auch da ist. Sage ich jetzt nur so, ja. Hier sind, wie gesagt, Ängste, Zweifel, Müdigkeit. Also hier sehe ich eine gewisse Müdigkeit. Sicher, man ist müde. Man ist müde. Ja. Die Hohepriesterin, nochmals Sternzeichen Fische. Ja. Also, Zwilling, in deine Vergangenheit drei der Schwerter. Drei der Schwerter in deine nähe Vergangenheit. Darüber können wir, dass das jetzt gerade ist, ja, weil wir haben noch nicht Monat Juni.
Ja, also diese Energie zeigt sich für diese neue Vergangenheit, drei der Schwerter, sechs der Kelche und Puppe der Münzen. Nochmals, diese Puppe der Münzen haben wir vorher gehabt. Genau, habe ich zweimal hier. Also Puppe der Münzen, da zweimal, aber auch Puppe der Schwerter und sogar Puppe der Stäbe meine ich und Puppe der Schwerter. Du siehst, wie viele jüngere Energien ich hier habe. In manchen Fällen nochmals Zwilling. Ich rede ja für manche über Kinder. Ja, das ist hier deutlich zu sehen. Kinder sind hier zu sehen, aber Familie Kinder habe ich ja vorher gesehen. Sechste Kelche und Puppe der Münzen. Also Kinder sind hier zu sehen, aber natürlich sonst spricht für eine vielleicht unreife Energie, Zwilling. Wirklich. Oder sonst einen Altersunterschied zwischen zwei Personen. Irgendetwas ist hier und das musst du dir schon anpassen, so wie es für dich in Resonanz kommt. Es gibt hier irgendwie einen Schmerz oder einen Treubruch. Ja. Von einer wichtigen Person irgendwie. Zwilling. In manchen Fällen natürlich, diesen Schmerz sieht man wirklich bei einem Kind. Ja, ja wie gesagt, nochmals, Kinder sind sehr stark zu sehen. Es spricht ja nicht für allen. Aber ich sehe viel Nostalgie, viele Erinnerungen von dieser Vergangenheit hier. Ja. Das sieht man schon hier. Aber ein Drei der Schwerter ist in deiner Nähe Vergangenheit. Wir reden über einen Treubruch oder ein Gefühl von Leiden oder sieht man in deine Nähe Vergangenheit. Zwilling, schau mal bitte jetzt Zukunft. In diesem Bereich von der Zukunft, Nähe Zukunft immer, siebente Kelche, begleitet mit die Karte der Mond und die Karte der Turm. Wichtige große Arkana sind bei dir. Also die Karte der Turm, du siehst, die Karte der Turm zeigt ja eine drastische Veränderung in deinem Leben. Und das zeigt sich für den Monat Juni. Diese Veränderungen, Zwilling, sieht man auch schon mit dieser Karte der Gehängter, weil der Gehängter deutet auch auf Veränderungen. Rad des Schicksals auch. Ja, eine bestimmte Situation in deinem Leben, Zwilling, verändert sich. Ja, und es ist nötig aber. Die Karte der Turm ist eine positive Karte. Sehr drastisch, es kann auch dramatisch sein, es kommt auf die Situation drauf an, aber schon eine wichtige Energie, weil normalerweise man sagt, der Turm ist nicht eine Entscheidung, kommt nicht durch eine Entscheidung, die du triffst. Der Turm sagt uns, okay, du hast einfach dir zu sehr viel Zeit jetzt genommen für alles und ich befürchte, Zwilling hat recht, ja? Also du hast dir einfach für alles zu sehr viel Zeit genommen. Natürlich könnte vielleicht für die andere Energie reden, aber ich denke, Zwilling, wir reden hier für dich. Wir reden hier tatsächlich für dich. Du hast ja extrem viel Zeit für alles genommen hier. Es ist ja ein Gefühl hier von nichts tun, von nichts tun. Und entschuldigen, dass ich das dir das so sage, aber das Gefühl ist von wegen, also ich lebe irgendwie von mir hin. Ja, und ich lasse einfach die Sache so geschehen oder passieren, wie die kommen. Und irgendwie treffe ich gar keine Entscheidung. Ja, was heißt das dann für dich? Ja, das heißt für dich, dass dann natürlich einen Turm kommt. Ja. Deswegen wiederholen sich bei dir, Zwilling, die Nummern so viel, so oft. Die Nummer 9999, die Nummer 10, 10, 10, die Nummer 666. Diese ganzen Nummern solltest du wirklich im YouTube als Engelnummer
suchen, ja? Es gibt eine wichtige Botschaft für dich. Der Turm ist eine Entscheidung, die nicht du triffst. Der Turm kommt von unserem Universum, ja? Weil irgendetwas darf nicht weiter so gehen. Am Ende fühlt sich irgendwie vielleicht dramatischer. Also der Turm ist nicht unbedingt eine Sache, die man sagt, oh, wie schön sich das anfühlt. Nein, es fühlt sich nicht schön an. Ja, vorerst nicht. Danach, wir wissen danach, es musste so sein, es musste so kommen. Aber in dem Moment ist nicht angenehm, weil eine bestimmte Situation in deinem Leben, Zwilling, keine stabile Basis hatte. Ja, es war keine stabile Basis da. Ich denke, Sternzeichen Krebs und Fische sehr, sehr stark bei dir zu sehen, wie zum Beispiel auch Erde-Element, Steinbock, Jungfrau, ja, auch zu sehen. Und Sternzeichen Zwilling auch, so wie du. Aber mit unserem Rateschicksal Zwilling könnten wir, egal über welche Sternzeichen reden, alle Elemente sind hier auf dem Tisch mit diesem Rateschicksal. Gerade sehe ich die Nummer 111, Zwilling. Eine wichtige Nummer auch. Eh? Was sehe ich in deiner Nähe Zukunft, Zwilling? Eine wichtige Entscheidung. Ja, eine wichtige Entscheidung. Und darüber reden wir die ganze Zeit. Darüber reden wir die ganze Zeit, Zwilling. Ja, also es gibt hier eine wirklich wichtige Entscheidung zu treffen. Sehr wichtig für dein Leben. Ne? Wir reden sogar über eine Situation, Zwilling, die für dich, für das ganze Leben, also wie sage ich, wenn wir jetzt zum Beispiel über einen Wunschpartner reden, Zwilling, wir könnten sogar denken, du würdest dann mit dieser Person der Rest deines Lebens bleiben, zusammenbleiben. Wahnsinn, oder? Aber weißt du, warum ich dir das sage? Weil ich habe hier 10 Münzen zweimal sogar. Zweimal sogar. 10 Münzen, die Karte, die Liebenden und 9 der Kelche. Diese Karte hat sich zweimal gezeigt. Also ich denke, es gibt hier einen wichtigen Kompromiss in Wirklichkeit, was mit einer Person zu tun hat und es gibt hier schon eine wichtige Entscheidung zu treffen. Es gibt vielleicht hier Zweifel. Ne? Vielleicht gibt es hier mit der Karte der Mond gewisse Zweifel, Ungewissenheiten. Weil klar, es ist ja auch logisch, Zwilling, weil man überhaupt gar keine Kommunikation hat. Also in deiner Legung muss ich dir schon sagen, Zwilling, Entschuldigung, dass ich da jetzt so irgendwie ein bisschen lächelt, aber es gibt gar keine Karte, die wirklich mit viel Kommunikation zu tun hat. Zwilling. Wirklich nicht. Wir haben schon mit dem, ich bin jetzt ein bisschen in Pause gekommen, weil ich schaue gerade die ganze Karten, aber wir haben mit dem Gehängten angefangen. So haben wir schon angefangen mit dem Gehängten. Also null Kommunikation. Null Kommunikation. Und wir machen weiter mit dem Eremit. Sogar zweimal. Und dann, nicht nur das, sondern dann machen wir weiter mit der Hohepriesterin. Also, Zwilling, ich weiß tatsächlich nicht, welche Aszendent du jetzt hast. Weißt du, warum ich dir das sage? Es wäre nicht schlecht, wenn du dir auch dein Aszendent anschauen würdest. Es wäre sogar sehr wichtig, weil vorerst, wenn ich dir ehrlich bin, ja, ich sehe hier schon eine wichtige Situation in deinem Leben, die sich verändert. Und glaube mir, es verändert sich. Also ja oder ja, die Situation verändert sich für dich. Ja, ich weiß nicht inwieweit, aber das ist so. Aber die Sache ist, um zu wissen, ob da irgendwie bestimmte Kommunikation da ist, oder, weil wie du siehst, es ist wirklich Wahnsinn.
Also ich habe hier nur einfach dieses Nachdenken, dieses Gefühl von ich denke nach, ich möchte sicher sein, was ich mache. Also tatsächlich ist schon das Gefühl bei dir, du möchtest sicher sein, was du entscheidest, wie du dich entscheidest. Aber Zwilling, Achtung, nicht, dass zu spät wird, ja? Weißt du, was ich meine? Also, man spielt so lang mit dem Klug, bis der Klug, kein Klug mehr da ist. Also, irgendwie, ja, also, die Sache ist, Optionen sind bei dir zu sehen. Ich sehe Optionen. Ich sehe Kompetenzen. Das sieht man die ganze Zeit. Ja. Das sieht man die ganze Zeit, man sieht schon Kompetenzen, man sieht schon Optionen. Ja. Man möchte hier sicher sein, aber irgendwie der Mond, also der Mond deutet schon auf gewisse Zweifel. Nichts wissen, aber natürlich, wie will man wissen, wenn man nicht redet? Also wenn ich nicht redet, wenn ich mich nicht äußere, wie will ich wissen? Ist gar nicht möglich, oder? Also gewisse, vielleicht sogar gewisse Geheimnisse, wie ich vorher gesagt habe, in manchen Fällen gewisse Lügen oder irgendetwas ist hier mit der Karte der Mond. Ja. Aber weißt du, was ich denke hier mit diesem Turm und die Karte die Sonne, dass irgendetwas wird wirklich ans Licht kommen. Irgendetwas wird vielleicht, etwas wird man hier erfahren. Ja. Etwas wird, weil der Mond bleibt ja nicht ewig so. Also der Mond ist ja eine momentane Situation, eine momentane Sache, ja. Hat auch mit Emotionen zu tun, mit Gefühlen zu tun. Aber es ist momentan. Diese Ungewissenheit ist momentan. Und überhaupt mit der Karte der Turm sagt uns, das wird sich ändern. Das wird sich verändern. Im Monat Juni, ich weiß nicht wie, in welche, ja, ich weiß nicht wie, aber im Monat Juni wirst du etwas erfahren. Wirst du etwas erfahren? Und es wird schon, gut, das haben wir auch in der Legung für die letzte Woche, Monat Mai. Für die letzte Woche haben wir auch gesehen, dass du irgendetwas erfährst, was wirklich deine aktuelle Situation in deinem Leben verändert. Schon. Und hier haben wir die Karte der Mond. Also, eine wichtige Entscheidung gibst im Monat Juni zu treffen, durch etwas, was du erfährst. Ja. Durch etwas, was du erfahren wirst, wird sich hier eine Situation in deinem Leben verändern und du wirst tatsächlich eine Entscheidung treffen wollen, müssen oder wie auch immer. Ich denke sogar, gezwungen wirst du einigermaßen, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Ich denke schon. Ja. In deine Gefühle, Zwilling, haben wir 10. Schwerter. Du siehst, man verlässt eine Situation, man geht. Interessant ist, ich muss mich ständig wiederholen, Entschuldigung, ich weiß das aber auch, dass ich mich zu sehr wiederhole, aber Zwilling, in dieser Legung für die letzte Woche Mai hatten wir 10. Schwerter auch als die letzte Karte für dich gehabt, habe ich dir gerade gesagt, diese 10. Schwerter wiederholt sich in deinem Monat Juni auch. Es gibt hier eine Verbindung, will ich nur sagen. In deine Gefühle haben wir 10. Schwerter nochmals. Und man merkt, also man lässt los. Man befreit sich, egal was das für dich heißt. Ich lasse los, ich befreie mich, ich gehe. Ja? Und hier spürt man aber keinen Schmerz mehr. Also es gibt keine Schmerzen mehr hier in Wirklichkeit. Ja? Die Enttäuschungen schon sind mehrere jetzt gewesen. Ich gehe, ich verlasse eine Situation. Es gibt ein Ende. Und du siehst ja wieder Nummer 10. Die Nummer 10, Zwilling, ist für dich wichtig.
Vielleicht sogar den Monat Oktober. Ja, vielleicht sogar den Monat Oktober. Nochmals 9 der Münzen und 3 der Münzen. Wow, mein Gott. Also du siehst ja viele Münzen, ne? Viele Münzen. Also Zwilling, ich rede hier über einen Kompromiss. Einen Kompromiss irgendwie. Aber irgendetwas verändert sich hier. In diese Sache vom Kompromiss, in diese Situation verändert sich eine Sache. Ich gehe, ich verlasse. Es gibt eine Veränderung hier. Es gibt schon eine Veränderung in deine Gefühle. Und das hatten wir mit 8 der Kelche gesehen. Wenn du diese zwei Karten siehst, Zwilling, du siehst in dieser Illustration von der Karte, siehst du ja zwei Personen, die den Rücken gibt, ja? Also sie geben den Rücken zu uns, ja? Und die gehen, die verlassen ja eine bestimmte Situation. Das spricht für dich für den Monat Juni. Was das für dich heißt, musst du schauen, ob das jetzt in welchem Bereich in deinem Leben ist. Aber ich spüre hier eine Energie von Gehen. Ja? Und loslassen. Weil meine Gefühle, meine Emotionen haben sich jetzt verändert, geändert, ja. Ja, es war einfach kompliziert. Es fühlt sich hier eine Energie sehr kompliziert. Es macht müde irgendwie. Es ist sehr enttäuschend und man verlässt eine Situation. Und so sehe ich das nämlich. So sehe ich das nämlich, ja. Tatsächlich. Du siehst 3 der Münzen, 9 der Münzen. Deswegen habe ich es dir vorher gesagt. Ich weiß nicht, ob hier eine Verbindung irgendwie zur Arbeit gibt, für manche von euch, ja. Irgendwie eine Verbindung oder eine Person vielleicht von der Arbeit. Irgendwie ist das Gefühl hier jetzt gewesen, ja. Oder irgendwie sowas. Ja. Augenblick bitte, ich denke kurz nach. Interessante Energie, Zwilling. Ich kann es dir nicht anders sagen. Eine sehr interessante Energie. Eine interessante Energie. Ja. Schau mal jetzt, Zwilling. Was du von außen anziehst, also zwei der Kelche. Du siehst, wir haben hier wirklich mit einer starken Seelenverbindung. Ja? Eine starke Seelenverbindung. Also praktisch, es gibt hier so eine telepathische Kommunikation. Jetzt verstehe ich, warum gar keine so richtige Kommunikation mit der Sprache. Jetzt verstehe ich das, weil es gibt hier schon eine telepathische Kommunikation. Ja, irgendwie man kommuniziert sich schon, aber nicht mit Worten, sondern mit irgendwie. Ne, ehrlich, also ich finde hier eine starke Seelenverbindung gibt es hier schon. Begleitet mit Rat des Schicksals. Ja? Interessant. Und der Herrscher. Schau mal jetzt, Zwilling. Rat des Schicksals zweimal. Und ganz, ganz am Anfang habe ich dir ja auch gesagt, dass der Gehängte irgendwie auf Veränderungen deutet. Und dass irgendwie Rat des Schicksals musste auch kommen. Und so ist es auch. Also Rat des Schicksals wiederholt sich bei dir zweimal. Es kommen Veränderungen in deinem Leben ab Monat Juni. Alles, was hier unten war, Zwilling, kommt jetzt hier nach oben. Rat des Schicksals ist eine positive Karte. Veränderungen sind immer positiv. Ja. Es kommen Veränderungen. Der Herrscher, Zwilling, spricht für Sternzeichen Widder, Stier, Steinbock. Der Herrscher ist ein Chef. Interessant. Weil vorher habe ich es dir auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich hiermit auch eine Verbindung zu der Arbeit habe, ob die Arbeit hier auch präsent zu spüren ist.
Natürlich sehe ich hier einen Kompromiss irgendwie, aber wie gesagt, es kann vielleicht mit dieser Verbindung zu der Arbeit sein. Es kommt auf jede Situation drauf an, ne? Aber hier hätte ich mit einem Chef zu tun. Ja, hier hätte ich wirklich mit einem guten Zusammenarbeit mit einem Chef, mit einem Arbeitgeber, also die Beziehung zu dieser Person ist sehr stabil. Es kommen aber hier Veränderungen. Es kommen Veränderungen in diese Beziehung. In diese Beziehung kommen Veränderungen. Zwilling, das kann für manche einen Vater sein, eine Mutter in manchen Fällen. Es kann für einen Mann sein, für deinen Ehemann, deine Ehefrau. Du siehst ja, was ich meine, ja? Oder sonst einfach der Herrscher, weil der Herrscher zeigt immer eine Verantwortung. Normalerweise sagt man, der Herrscher ist nicht richtig frei. Also ist eine Energie, die Verantwortung hat. Und normalerweise verheiratet ist, Familie hat, irgendetwas ist hier mit dem Herrscher, ja? Also der Herrscher hast du ja gesehen. Also ich habe die Karte, die Familie mehrmals da, Zwilling. Weißt du, was ich jetzt meine? Und die Situationen sind so unendlich verschieden. Stell dir mal vor, was ich hier alles sehen könnte. Aber es ist nicht möglich, alles zu nennen. Die Sache ist, dass du weißt schon, worüber hier gesprochen wird und wer der Herrscher für dich ist. Ja, weil nochmals, Familie sehe ich natürlich hier. Kinder, Familie, deutlich zu sehen. Ja, und eine ermächtigte Energie ist der Herrscher. Das ist eine ermächtigte Energie. Eine wichtige Energie hier. Und man sieht diese starke Seelenverbindung hier zu einer Person. Aber nochmals, Zwilling, es kommen Veränderungen. Es kommen Veränderungen in diese Beziehung. Ja, es kommen hier Veränderungen. Ich habe nämlich diese Rad des Schicksals und die Karte der Turm. Ja. Also die Veränderungen sind mehr als deutlich hier, ja? Ja. Nochmals, diesen Turm plus diese 10 der Münzen, Zwilling. Wir könnten hier wirklich über Eigentum reden, ne? Also hier sind natürlich Eigentum zu sehen. Viel Reichhaltigkeit, also man sieht hier ein Haus, ja, ein Haus, Familie, Kinder, Verantwortung, also du siehst, was ich meine, ja, und natürlich Eigentum. Es gibt hier diese Situation, ist schon hier zu sehen, ja. Ich denke, deswegen ist manchmal so kompliziert, Zwilling, eine Entscheidung zu treffen, weil es gibt mehrere. Ja, es gibt eine große Verantwortung hier. Ja. Was mit diesem Materielles zu tun hat, weißt du, was ich meine, Zwilling? Es gibt hier dieses Komfortzone, diese Komfortzone, dieses Materielles ist hier zu sehen und manchmal fallen manche Entscheidungen sehr schwer, weil das würde vieles bedeuten, ja, wenn man eine Entscheidung trifft und ja, und und andere Menschen nicht damit einverstanden sind, wie wir wissen, ja. Ja. Neunte Schwerter, also diese Gedanken sind da, diese schlaflosen Nächte, diese nicht schlafen zu können. Es ist das Gefühl ist hier, ja. Also ich kann nicht aufhören zu denken, was mache ich in dieser Situation und irgendwie ist das Gefühl hier schon. Ja, begleitet mit der Karte der Sterne und ein Puppe der Schwerter. Die Karte der Sterne, Puppe der Schwerter. Also es gibt hier eine Person, die irgendwie spioniert, vielleicht über Sozialnetze. Die etwas, eine Person, die etwas durch also Kommunikation erfahren wird. Es kommt, so wie ich die letzte Woche Mai über YouTube, diesen Video,
gesagt habe, es kann schon eine Kommunikation kommen, Zwilling, die dich in diesem Zustand bringt. Ja, also die Karte der Sterne ist eine Karte, die über Hoffnung spricht, ja. Ist eine der besten Karten im Tarot auch, zusammen mit der Karte die Sonne, ja. Also es ist eine positive Karte, spricht auch für eine Heilung. Und, aber Zwilling, ich sehe hier in diese zwei Karten, sehe ich schon, ja, über Internet, über soziale Netze, Kommunikation, das ist wahr, das sehe ich hier schon. Aber ich sehe auch ein Gefühl von Loslassen, von neu anfangen zu wollen. Eine Person, die sich auf eine Defensive stellt und irgendwie neu anfangen möchte. Das ist, was ich hier sehe, Zwilling. Die Karte der Stern hat sehr viel auch mit unserem Universum zu tun. Und diese Entscheidung, die durch das Universum kommt. Also wir reden hier wirklich über eine Hilfe, sehr wahrscheinlich, Zwilling. Eine Hilfe für dich, die durch das Universum kommt. Ja, es ist wirklich so mehr, du musst das wirklich mehr als eine Hilfe sehen. Weil sehr wahrscheinlich, wie gesagt, dir einfach so sehr schwer fällt, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Und deswegen kommt eine Hilfe. Ja, so sehe ich das, mehr als eine Hilfe. Und irgendwie, du wirst Hilfe bekommen in dieser Situation im Juni, ja, weil es die Karte der Stern ist da. Die Karte der Stern hat mit Vergangenheit nichts zu tun. Die Karte der Stern zeigt dir eine Person, wie du siehst, die da wirklich total, also ausgezogen ist, also es hat nichts an, eine Person, die loslässt, ja, sich frei fühlt, einfach loslässt und um was Neues anfangen möchte. Vom Neu an. Es gibt hier eine Heilung, ja? Eine Heilung ist hier schon zu sehen. Ja, eine Heilung ist hier zu sehen. Eine starke Anziehungskraft zu einer Person auch, aber wie gesagt, Hoffnung und über soziale Netze irgendwie Kommunikation und irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Deswegen ist diese Energie von Neun der Schwerter, weil das wird dir ja nicht leicht fallen. Ja. Es wird dir nicht leicht fallen, Zwilling. Schau mal jetzt bitte als Ergebnis, ja, wir haben jetzt als Ergebnis für dich, für diesen Monat Juni, Ergebnis, eine Königin der Münzen. Interessant. Königin der Münzen, du hast gesehen, die ganze Zeit sehe ich hier eine 9 der Münzen. Also ständig habe ich hier 9 der Münzen, zweimal sogar. Und jetzt auch Königin der Münzen. Du siehst viele Münzen in deiner Energie, Zwilling, was mit viel Reichhaltigkeit verbunden ist, mit einer Langbeziehung, also eine Langzeitbeziehung, könnte auch darüber reden. Also die Mutter deiner Kinder, der Vater deiner Kinder, wie gesagt, oder diese Langzeitbeziehung, ja. Weil unabhängig von den Sternzeichen, weil, wie ich dir vorher gesagt habe, mit dieser Karte Rat des Schicksals könnten wir, egal welches Element auf den Tisch haben, es kann für dich wirklich Erde-Element sein oder sonst einfach die Energie von dieser Person oder diese Stabilität, was wir hier haben. Ja, also begleitet mit 9 der Stäbe und Puppe der Kelche. 9 der Stäbe zweimal. 9 der Stäbe zweimal. Und 10 der Stäbe war auch auf dem Tisch. Es ist tatsächlich hier eine Herausforderung, Zwilling. Das ist, was ich hier sehe. Das spürt man hier, es spürt sich wie eine Herausforderung für dich. Diese Situation, was wir hier haben. Tatsächlich. Aber wirklich, ja. Nochmal, ich sehe hier eine Mutter, Also diese Königin der Münzen, ich sehe eine Mutter. Also du siehst, Mutter und Kinder sind hier zu sehen.
Aber ich sehe auch einen Altersunterschied, ja? Zwischen zwei Personen. Einen großen Altersunterschied. Das fühlt sich hier wirklich wie eine Herausforderung. Ja, es fühlt sich schon so. Es gibt vielleicht irgendwie, irgendwann im Juni, vielleicht dritte, vierte Woche Juni, weiß es nicht so genau, vielleicht eine Kommunikation, Zwilling. Ich meine, nicht vergessen, also die Energie zeigt sich wie der Gehängter. Der Gehängter deutet schon auf gar keine Kommunikation zu einer Person. Ein Stillstand mit einer Person, ja. Deswegen sage ich dir, dass irgendwann im Monat Juni, ich würde denken, mehr Ende Juni, würde vielleicht irgendwie hier eine Kommunikation kommen. Ja? Eine gewisse Kommunikation, ist diese Kommunikation für dich, Zwilling, die durch einem Kind kommt von dir? Kommt diese Kommunikation durch einem Kind, wo irgendwie keine Kommunikation da war? Weißt du, was ich meine? Irgendwie dieses Gefühl von Nichtvertrauen ist hier zu spüren. Man vertraut irgendwie hier die Situation nicht. Ja. Zwilling. Zwilling, interessant ist, dass du weißt schon, ganz am Anfang sind zwei Karten rausgekommen, ja? Es war nämlich die Karte der König der Stäbe und Neun der Stäbe. Und jetzt habe ich hier nochmals Neun der Stäbe und eine Königin der Münzen. Ist einfach nur interessant. Ja? Ich habe zwei, also Königin und König, ja. Und beide begleitet mit Neun der Stäbe. Ja. Feuerelement, wie ich es dir gesagt habe, Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen Widder. Erdeelement. Aber nochmals, Wasserelement ist auch bei dir sehr stark zu sehen. Und von da aus kann irgendein Sternzeichen sein. Aber genau, Augenblick bitte. Wow, Gift. Königin der Schwerter, also Zwilling, Waage, Wassermann. Ich habe eine Karte für die Königin der Münzen jetzt als Klärung rausgeholt und kam ein König der Stäbe. Und weißt du, was ich meine? Also der König der Stäbe für die Königin der Münzen. Diese Feuerelement ist hier zu sehen. Zwilling. Diese Feuerelement ist hier zu sehen und dieses Königin der Münzen, ja. Interessant, die gleiche Energie für die Königin. Und ja, du siehst Puppe der Kelche, Zehn der Stäbe nochmals. Zehn der Stäbe zeigt sich ja zweimal, ja. Also irgendwie spürt man hier eine komplizierte Energie, Zwilling. Es ist irgendwie, wegen irgendeinem Grund ist kompliziert das hier. Und der Magier. Der Magier. Ja, der Magier spricht auch für Zwilling oder Jungfrau. Jungfrau sehr stark bei dir zu sehen. Ne? Aber es gibt vielleicht in manchen Fällen eine gewisse Manipulation hier. Muss nicht sein. Könnte aber eine gewisse Manipulation halt, und aber man vertraut eine bestimmte Person oder Situation hier nicht mehr.
Man, es fühlt sich hier so, ob man das nicht vertrauen könnte, diese Situation. Genau. Auf jeden Fall, Zwilling, wenn du diese Königin der Münzen bist, es gibt hier wirklich viel Stabilität. Man lässt sich jetzt hier nicht aus der Ruhe bringen. Also ich spüre hier, egal was jetzt passieren wird, ob eine Person tatsächlich kommt, ja, ob eine Person jetzt kommt, die du kennst, mit irgendwie einer Entschuldigung oder einer Kommunikation, ja, Zwilling. Du wirst zuhören und aber ich sehe nicht, dass irgendwie du von deiner Ruhe weg irgendwie gebracht wirst, weil wie gesagt, der Gehängte ist ja da. Es gibt schon ein Gefühl von Stille, von Ruhe, von ich lasse mich wirklich nicht von meiner Ruhe ja, wegbringen und das ist das Gefühl, was ich habe. Dass Veränderungen kommen schon, ne? Dass diese Veränderungen kommen, ist hier deutlich. Zwilling. Wow. Also Zwilling, ich hole mir jetzt für dich eine Karte von Maria Magdalena. Schau mir mal, was sie für dich uns sagen möchte. Wäre interessant zu wissen. Vielleicht ergänzt uns ein bisschen mehr diese Legung hier für dich. Und bekommen wir ein bisschen mehr Klarheit, weil wenn ich dir ehrlich bin, mit dieser Karte der Mond, Zwilling, die Karte der Mond ist eine komplizierte Energie für die Zukunft, ist kompliziert, weil es kann vieles heißen für dich, ja, in deiner Situation. Nur du weißt, was diese Karte der Mond für dich bedeutet, diese Ungewissenheit. Und das spürt man hier in dieser Energie etwas, ja. Diese Ungewissenheit in der Zukunft, noch ein bisschen mit der Karte der Turm, wie sage ich, du wirst auf jeden Fall was erfahren, habe ich dir ja gesagt, nur als in dem Ergebnis sieht man das auch. Etwas wirst du erfahren und eine Entscheidung wirst du schon treffen. Schauen wir mal hier. Zwilling. Die Karte heißt Pilgern. Ich bin ein geistiges Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Wir sind geistige Wesen, die auf unsere Erdenreise eine menschliche Erfahrung machen. Geh deinen einzigartigen Weg und finde deinen Rhythmus im Leben. Was ist Pilgern? Pilgern bedeutet bewusst zu einem heiligen Ort in geistlicher Übung zu gehen, um durch die Berührung mit höheren Weisheitsebenen den Alltag positiv zu verändern. Beim Pilgern kommt man zu sich selbst, indem man einen heiligen Ort aufsucht, der mit bestimmten Ereignissen verbunden ist. Kommt man mit der Hörführung in Kontakt? Genau, Punkt. Man wird ruhig, fühlt den Atem, der ein- und ausströmt, spürt seinen Rhythmus. Es gibt Menschen, die schneller gehen als wir. Menschen, die weit hinter uns sind, die an uns vorbeiziehen. Es kommt zu Begegnungen mit Menschen auf dem Weg, mit denen wir in Harmonie sind. Wir können pilgern, um ein Ziel zu erreichen. Karmische Belastungen aufzulösen, Heilung zu bewirken, um zu uns selbst, zu unserem inneren Leuchten und unsere Lebensbestimmung vorzudringen. Es gibt viele Gründe, eine Pilgerreise zu machen. Geh heute ganz bewusst ein Stück deines Erdenwegs,
mit einem Ziel und öffne dich der geistigen Welt. Wahnsinn, oder? Findest du nicht, Zwilling? Eine sehr interessante Karte, oder? Weil es spricht so viel für den Gehängter, ja? Ja, es spricht sehr viel für den Gehängter. Also dieses Gefühl ist hier sehr stark. Ich finde eine sehr interessante und positive Karte. Und ich hoffe, du hast mich irgendwie richtig verstanden. Aber als ich sie gelesen habe, ja, aber ich glaube sogar, Zwilling, diese Karte beschreibt sehr gut unsere Lesung für Juni, für dich. Ja, sprichst du über Heilung? Sprichst du über Karma tatsächlich? Sprichst du über Veränderungen? Ja? Also diese Karte und die Legung für Juni stimmt schon überein. Also es ist wirklich eine starke Situation hier. Nochmals, ich hoffe, du hast irgendwie mich verstanden, als ich die gelesen habe. Und du kannst die vielleicht nochmals hören, ja? Ah, interessant, ja. Körpergefühl. Der Körper ist der Tempel der Seele. Behandle ihn mit Liebe. Sprich mit ihm, berühre, salbe und öle ihn. Wow, ich liebe meinen Körper, den kostbaren Tempel meiner Seele, mit jedem Tag mehr. Ich erlaube meine Körperweisheit, mich zu führen. Interessant, ja? Körpergefühl. Sehr interessant. Also Zwilling. Zwilling, ich weiß, eine interessante Legung, muss ich schon sagen. Eine sehr interessante Legung. Ich denke, es wird sich schon im Juni was tun für dich, das auf jeden Fall. Aber nicht unbedingt zu schnell Anfang Juni. Ich denke, wir haben hier mit einem Gefühl in deiner Kartenlegung, was etwas mit Pause zu tun hat, mit Ruhe, mit Stille, mit langsam gehen, so wie die Karte diese Pilgern gesagt hat, also Nummer 44 übrigens, ne? Nummer 44. Also so wie diese Karte sagt, diese Pilgern, ich finde, das spricht sehr gut für diese Legung. Ja? Und so genau wie in dieser Karte beschrieben ist, ich denke, das wird auch so für dich im Monat Juni sein. Es ist wirklich, in wenigen Worten, diese Karte beschreibt die ganze Legung, ist stark, wirklich eine starke Sache. Und so wird es auch sein für dich. Mit Ruhe, mit Pause, mit Verstand, irgendwie mit Weisheit und Erfahrung. Aber du wirst tatsächlich am Ende irgendwie durch Hilfe von diesem Universum wirst du schon auf eine Entscheidung kommen. Irgendwie, du wirst sicher sein, es wird sich schon hier was verändern für dich. Also Zwilling, ich danke dir für deine Likes und für deine Abos. Dankeschön, Dankeschön für deine Unterstützung in unserem Kanal. Und wir sehen uns am Montag wieder mit der Legung für die erste Woche Juni. Schauen wir mal, wie die Energie sich weiter so entwickelt für uns allen. Ist wirklich sehr interessant momentan. Übrigens, diese Energie, diese Finsternis, ja, diese Finsternis und das war am 15. 16. Mai in Skorpion, diese Finsternis, ne? Und das, hier haben wir mit der Karte der Mond für dich diesen Einfluss von dieser Energie, spüren wir alle und du auch. Also der Mond in deine Zukunft deutet auch, hat eine Verbindung mit dieser Energie, was wir gerade alle spüren, ja? Ob das jetzt auch mit diesem rückläufigen Merkur zu tun hat, auch im Zwilling, muss ich schon sagen, rückläufigen Merkur in Zwilling, ja, und das spüren wir noch allen, ja, und das ist hier noch zu spüren. Es geht bis 3. Juni, aber ich könnte mir denken, es dauert noch ein bisschen, bis die Energie, diesen Einfluss noch so richtig verschwindet, ja, also es dauert noch ein bisschen. Und das spürt man bei dir natürlich, ja, also diesen Einfluss ist bei dir schon zu spüren. Deswegen, ich finde sogar, Zwilling, wenn ich dir ehrlich bin, jetzt wo ich überlege, diese Gehängter mit diesem Mond, ja, ist sogar logisch, weil diesen Einfluss von diesem Finsternis spürt man bei dir sehr stark. Jetzt gerade in diesem Monat Juni noch.
Natürlich ist deine Intuition, ne? Achtung, die Intuition ist sehr stark hier zu spüren. Ja, die Intuition, also lass dich durch deine innere Stimme führen, das sowieso. Und Krebs, wie gesagt, Sternzeichen Krebs, Fische, sehr stark hier zu sehen. Aber nochmals, lass dich schon durch deine Intuition, deine innere Stimme führen, Zwilling. Eine interessante Sache haben wir hier. Dankeschön, Zwilling, und bis Montag. Dankeschön, tschüss.